aus meiner Sicht ist das doch alles nur ein Spiegel hier im Außen von dem, was im Inneren bei uns passiert. Wenn ich die große Verwirrung sehe, wenn ich die großen Unsicherheiten sehe, wenn ich die vielen Ängste sehe bei den Mitmenschen, ist es doch kein Wunder, dass sich das auch im Außen manifestiert. Dass wir doch die Chance haben, in den nächsten 20, 30 Tagen etwas zum Positiven zu bewirken, das macht doch Hoffnung. Und wer jetzt sagt, naja, wir können doch sowieso nichts ändern, das entscheiden doch ganz andere, da wäre ich vorsichtig. Jeder von uns hat die Möglichkeit, dort etwas beizutragen. Es geht einfach darum, die 99% hier unten gegen das 1% da oben. Ja, für dieses 1% sind wir nur Schachfiguren. Und das wurde ja auch hier in dieser Lesung wieder beschrieben, dass dann versucht wird, über die Köpfe der Bevölkerung etwas zu entscheiden. Und diese Zeit, und das ist die positive Botschaft, die läuft aber ab. Machen wir doch den Darstellern dort, den selbsternannten Eliten, klar, dass sie unsere Angestellten sind, nicht unsere Fürsten. Und das kann jeder von uns auf seine ganz eigene Art machen. Und jeder von uns kann dafür sorgen, dass in seinem persönlichen Umfeld und zunächst erstmal in sich selber Frieden herrscht. Und wenn wir das alle machen, mehr oder weniger, langsamer oder schneller, dann haben wir irgendwann mal den Weltfrieden, den wir uns alle auch sehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Bewusstsein TV. Heute gibt es was ganz Besonderes. Ich habe euch eine Zusammenfassung des ersten Updates 2024 der Palmblattlesung aus Chennai zusammengefasst. Thomas Ritter macht die Übersetzung. Bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. An alle, die uns hier zuschauen. Das neue Jahr ist jetzt schon wieder über einen Monat alt und es ist klar, dass es wird Zeit, höchste Zeit für das erste Update in 2024. Deswegen ein ganz liebes Hallo an meine Kollegen aus Indien. Babu Manu, Vanakkam, Vanakkam. Thank you for sharing this session with us and all the information from the Rishi Agastya. Thank you. Thank you. Die Lesung beginnt zunächst mit einem Segen für alle, die uns hier zuschauen, für uns, die wir hier sitzen und natürlich auch für die gesamte Menschheit. Das Jahr 2024 wird ein Jahr des großen Wandels sein und der Segen des Rishis Agastya soll bewirken, dass sich dieser Wandel zum Guten auswirkt für alle. Jetzt geht es zunächst erstmal um die ökonomische Situation, die volkswirtschaftliche Situation. Er hat das weltweit beschrieben. Er sagt, das wird die verschiedenen Börsen betreffen, und zwar zwischen dem 16. und 27. Februar diesen Jahres sieht er da eine größere Krise heraufziehen, also ein sehr großes Auf und Ab an den Märkten, eine sehr hohe Volatilität, auch ein Nachgeben des Wertes der einzelnen Währungen. Er sagt, sowohl im europäischen Bereich, aber auch in Indien, sagt er, wird davon betroffen sein, aber auch die anderen großen Börsen, da wird eine sehr große Nervosität herrschen und eine sehr große Unsicherheit an den Märkten, was eben auch zu plötzlichen Kursstürzen führen kann und auch einen Verlust des Wertes der Währung herbeiführen kann. Sagt, das wird eine Erholung geben, die setzt dann aber frühestens im April ein, zieht sich dann bis Ende Mai hin. Also wir können sagen, die Zeit zwischen Februar und Mai wird in wirtschaftlicher Hinsicht recht schwierig werden. Es werden einige überraschende Ereignisse sein im wirtschaftlichen Bereich, die dieser Nervosität an den Märkten führen werden. Sieht in Europa auch speziell die britische Börse, also die Börse von London, betroffen, wo es zu sehr großen Schwankungen kommen wird, was natürlich auch eine Auswirkung auf den Welthandel und die Weltwirtschaft haben wird. Jetzt gibt es eine Warnung vor Naturkatastrophen, speziell für den Monat März. Sieht er da weltweit auch Erdbebengefahr, beginnend im ostasiatischen Raum, da ist hier speziell Japan angesprochen, allerdings auch im Mittleren Osten, in den arabischen Ländern besteht diese Erdbebengefahr und auch in Teilen von Europa wird es solche Probleme geben. Das wird also, könnte sagen, eine verstärkte tektonische Aktivität in den erdbebengefährdeten Regionen weltweit sein, die auch großes wissenschaftliches Interesse erregen wird und auch zu neuen Erkenntnissen über den Aufbau der Erde und über das Funktionieren der Tektonik, also der Plattenverschiebung und der Ursachen für Erdbeben mitführen wird. Das ist ein Ereignis, was er, wie gesagt, ab März diesen Jahres sieht, was über eine längere Zeit erscheint.
erstreckt und weltweit zu Naturkatastrophen führen wird. Es gibt weitere Informationen über Veränderungen der Natur, der Naturkatastrophen. Er hat also nochmal den asiatischen Raum angesprochen, also Indien, aber auch Malaysia, Indonesien und den südostasiatischen Raum, so würde ich das übersetzen. Dort kann es ab März diesen Jahres zu verstärkten Regenfällen kommen, verbunden auch mit Überflutungen. Allerdings sieht er das Problem auch für Nordamerika, speziell für die USA und dort der Großraum Washington. Der wird wohl auch betroffen sein von Überflutungen beziehungsweise Starkregen, sondern das werden sehr überraschende Ereignisse sein, was auch mit großen Temperaturschwankungen einhergehen kann. Er sprach also gerade für den südostasiatischen Raum auch von ungewöhnlicher Kälte, von denen diese Gegenden für diese Zeit betroffen sein können. Es geht auch um die Wetterkapriolen in den kommenden Monaten, also im Sommer, wobei er den Sommer jetzt schon in Indien, also die Hitzesaison ab dem März dieses Jahres festmacht, sagt er, dort wird es auch Probleme geben, und zwar im Großraum Delhi, aber auch in Bundesstaaten wie Haryana. Das heißt also eher der nördliche Bereich von Indien wird von der Sommersaison von großen Hitzewellen heimgesucht werden, aber er sprach auch von seiner Heimatstadt, also Chennai wird ebenfalls von diesen Themen betroffen sein, genauso wie der Mittlere Osten. Also er hat nochmal die arabischen Länder angesprochen, die in dieser Sommerzeit auch von außergewöhnlicher Hitze heimgesucht werden. Also wir können sagen, es wird Extremwetterlagen in den kommenden Monaten in verschiedenen Bereichen der Welt geben. Ab März diesen Jahres ist auch mit verstärkten Preissteigerungen zu rechnen. Jetzt nicht nur in einzelnen Regionen, sondern das ist weltweit ein Trend, dass sich vor allen Dingen die Dinge des täglichen Bedarfs erheblich verteuern werden. Er sagt also, nicht nur im Mittleren Osten wird es Knappheiten geben, was die Versorgung anbetrifft durch verschobene oder unterbrochene Lieferketten, sondern auch Europa wird davon betroffen sein. Es wird also teilweise schwierig sein, Dinge des täglichen Bedarfs zu erwerben, beziehungsweise wird das passieren zu erheblich verteuerten Preisen. Er sieht selbst Asien davon betroffen, also auch Südostasien wird solche Probleme erleben. Afrika, dort sieht er große wirtschaftliche Schwierigkeiten ab März diesen Jahres, auch dann teilweise ein Zusammenbruch von Lieferketten, was also auch zur Knappheit von Nahrungsmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs führen wird. Der Ölpreis wird durch eine künstliche Verknappung ebenfalls eine große Erhöhung erfahren. Das heißt also, Treibstoffe, Heizmaterialien und so weiter wird sich ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte entsprechend verteuern. Für Nordamerika, also speziell die USA, sieht er in den kommenden Monaten verstärkte innenpolitische Probleme, also die Themen, die momentan schon eine große Rolle gespielt haben. Das heißt, die einzelnen Bundesstaaten auf verstärkte Selbstbestimmung drängen, die werden sich noch verstärken in den kommenden Jahren. Die Position der Regierung und speziell des Präsidenten wird dadurch erheblich geschwächt werden. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass der jetzt Präsident seine Macht komplett verlieren wird. Also nicht durch die Wahlen, die ja sowieso anstehen, sondern bevor die Wahlen schon beginnen. Also dass es dort größere politische Verschiebungen in Nordamerika, in den Vereinigten Staaten geben wird. Jetzt noch ein Hinweis aus der Welt des Films. Er sagt, in den nächsten 3 Monaten, da besteht die Möglichkeit, dass ein sehr bekannter, aber auch schon etwas betagter Hollywood-Schauspieler das Zeitliche segnet. Er sagt, dass es gesundheitliche Probleme geben. Aktuell ist er noch ganz gut beisammen. Es wird sehr überraschend sein. Sprach von dem Inzident, das meint also ein plötzliches Geschehen, eine Verschlechterung der Gesundheit. Er sagt, es ist ein sehr berühmter Schauspieler, der dort betroffen sein wird. Also wird er weltweit, wird das Aufmerksamkeit erregen. Jetzt geht es speziell um die Informationen für Deutschland. Da sieht er ja, dass es momentan bei uns sowohl in politischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht nicht sehr gut bestellt ist, dass es da doch große Probleme in der Hinsicht gibt. Dort versucht die Regierung jetzt noch vermehrt die Energiewende durchzudrücken. Also es sieht, dass es auch neue Steuerbestrebungen geben wird, neue Ideen für weitere Steuern, speziell was Immobilien anbetrifft, also dass ungenutzte Immobilien, ungenutztes Land hoch besteuert werden wird, um dort eine Nutzung zu erzwingen sozusagen, weil der Immobilienmarkt ja momentan auch sehr gelitten hat durch die
Entscheidungen, die in der Politik getroffen worden sind. Auch in Bezug auf die Energie wird es Verteuerungen geben aufgrund Verknappung der Versorgung und es wird auch über neue Steuern nachgedacht werden, um Projekte, die die Regierung unbedingt durchsetzen will, zu finanzieren. Es wird diese Gesetze geben, die werden also durch die Regierung und durch die Legislative verabschiedet werden. Allerdings sieht er, dass das nicht zur Verbesserung der Situation Deutschlands beitragen wird. In Bezug auf Nordamerika, also die Vereinigten Staaten, gab es noch einen Hinweis, dort im Bereich der Einkaufszentren bzw. großer kommerzieller Komplexe wird es in den nächsten Monaten verstärkt auch zu Attacken kommen, also zu Anschlägen. Dort wird es entsprechend motivierte Anschlagsserien geben, was natürlich auch zu zivilen Opfern führen wird. Und in zwei Fällen, hat er gesagt, werden speziell Kinder davon betroffen sein. Er sieht auch eine Tendenz zu Naturkatastrophen in Bezug auf die Seefahrt. Seit in diesem Jahr wird es da einige Probleme geben, insbesondere mit Schiffen, die jetzt Treibstoffe transportieren, also Öl oder ähnliche Dinge. Sagt er, da sieht er einen Unfall, wo ein solches Schiff in schwerer See kentern wird und dadurch auch eine Umweltkatastrophe eintritt, weil Öl aus diesem sinkenden Schiff austritt. Andere Schiffe, sagt er, werden von Brandkatastrophen betroffen sein, teilweise durch Anschläge, teilweise durch technische Probleme. Es wird für die Reedereien in diesem Zusammenhang auch große Verluste geben. Und das ist jetzt meine Interpretation nochmal. Wir hatten ja vorhin von Störungen in den Lieferketten gehört und von Preisanstieg, das dürfte sich dort mit auswirken. Jetzt geht es um die Krisenherde militärischer Art, die wir aktuell haben, also im Nahen Osten und in Osteuropa. Da sagt er, die nächsten 20 Tage sind ein sehr gutes Zeitfenster, um diese Konflikte zu beenden. Da ist das eine gute Zeit für Friedensgespräche und für eine Entspannung der Situation. Sagt er, dort wird es diplomatische Bemühungen geben und bald nicht genutzt werden, beziehungsweise sollte die eine oder andere Seite versuchen, diese Zeit für eine Intensivierung der Konflikte zu nutzen, werden sich diese Konflikte noch eine längere Zeit fortsetzen. Er sieht allerdings auch ab der Mitte dieses Jahres und der zweiten Jahreshälfte, dass es an anderen Orten, er hat jetzt keine spezifischen Plätze genannt, aber sagt, dass es an anderen Orten Bestrebungen geben wird, dort bestehende Konflikte ebenfalls militärisch zu lösen. Also eine Kriegsgefahr besteht nach wie vor. Aber die aktuelle Situation, das ist die gute Nachricht, die kann zu einer Entspannung führen. Also dort geht es darum, dass die Leute dann auch die Möglichkeiten nutzen, die sich momentan gerade bieten. Jetzt gab es noch einen Hinweis auf einen Vorfall in der muslimischen Welt. Da sagt das entweder im arabischen Bereich oder im anderen großen muslimisch geprägten Nationen. Sieht er einen Vorfall entweder mit der Energieversorgung, sagt, das könnte also ein Atomkraftwerk sein, beziehungsweise auch eine Fabrik, in der Waffen hergestellt werden. Dort wird es zu einer schweren Explosion kommen und das wird auch größere Auswirkungen haben, weil er sagt, das wird diese Situation oder dieser Vorfall wird die Welt dann bis ins nächste Jahr hinein noch beschäftigen. Jetzt geht es noch um Hinweise auf Russland bzw. auch die Vereinigten Staaten. In Russland sieht er große Veränderungen in politischer Hinsicht und wirtschaftlicher Hinsicht, die zu weiteren Erstarken des Landes führen werden. Allerdings hat der jetzige russische Präsident in diesem Jahr mit innenpolitischen Problemen, also einem verstärkten Widerstand oder Kritik an seiner Person und seiner Politik zu rechnen. Er sieht das als etwas schwierige Situation, der sich dort gegenüber sehen wird in diesem und auch in den nächsten Jahren. Also da wird auch vieles hinterfragt werden, was dort passiert ist. Und das wird auch zu, wie gesagt, politischen und ökonomischen Veränderungen führen. In den Vereinigten Staaten hat er gesagt, da wird es ebenfalls Probleme geben. Zum einen sagt er, Präsidenten, die schon an der Macht gewesen sind, also Ex-Präsidenten des Landes, die werden in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren wohl juristische Probleme bekommen. Also da sieht er Prozesse, da sieht er auch Verurteilungen. Und die Wahlen in diesem Jahr, die werden zu einer Veränderung im politischen Gefüge der Vereinigten Staaten führen. Also der jetzige Präsident wird nicht wiedergewählt, es wird ein neuer Präsident gewählt und das wird dann auch zu einer Veränderung der politischen Ausrichtung Nordamerikas, also der Vereinigten Staaten führen. Zum einen sieht er jetzt nochmal in Bezug auf Veränderungen in der Natur weitere Informationen. Und zwar wird es so sein, dass einem
Ort, er hat das jetzt nicht spezifiziert, ein ruhender Vulkan, also einer, der schon fast vergessen ist, wo man zwar rein theoretisch weiß, dass da mal ein Vulkan gewesen ist, der wird ausbrechen. Das wird also was sehr Überraschendes sein, auch für die Region. Das heißt, wir haben es hier wieder mit verstärkter tektonischer Aktivität zu tun. Er bringt das auch im Bezug auf eine astronomische bzw. astrologische Konstellation in Zusammenhang. Er sagt, nach einem Zeitraum von 33 Jahren nähert sich ja jetzt der Saturn wieder der Erde. Dort sieht er also, dass es auch neue Beobachtungen durch die Teleskope geben wird. Und diese Konstellation, sagt er, die führt wohl auch dazu, dass solche Ereignisse jetzt im Bereich der Naturkatastrophen, wie die angesprochenen Erdbeben oder Vulkanausbrüche, dass so etwas jetzt wahrscheinlicher wird in dieser Zeit. Es gibt jetzt einen Hinweis für die Veränderungen, die auf der Erde stattfinden werden. Sagt also, nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den kommenden Jahren werden wir Veränderungen auch in Bezug auf unseren Planeten zu spüren bekommen. Er sprach von einer Veränderung der Umlaufbahn, die es geben wird um die Sonne. Er sprach auch von einer Zeitverschiebung, also bis zu 16 Sekunden, also schon in einem merkbaren oder messbaren Bereich, eine Verschiebung der Spanne des Tages und der Nacht geben. Das wird die Wissenschaftler Welt sehr überraschend. Also man hat sehr viele Forschungen unternehmen, er sagt in Indien und auch bei anderen Organisationen gibt es schon solche Anzeichen, dass da tatsächlich in größerem Maßstab auch in der Erde Veränderungen anstehen und es gibt schon etliche Wissenschaftler, die sich dort mit beschäftigen, aber diese Forschungen werden in den kommenden Jahren noch intensiviert und werden auch zu völlig neuen Erkenntnissen über den Aufbau unserer Erde und über die Zusammenhänge im kosmischen Bereich führen. Er hat eine Warnung ausgesprochen für 2024 im Zusammenhang mit diesen Veränderungen wird es Probleme in der Luftfahrt geben. Also jetzt zum einen durch die Veränderungen der Natur, aber auch durch die Gegebenheiten, die man jetzt momentan in der Luftfahrt hat. Also gewisse Unsicherheiten durch Streiks und solche Sachen. Und aber natürlich auch der Wunsch der einzelnen Airlines jetzt die Verluste der letzten Jahre aus der Zeit der Pandemie auszugleichen. Also dass dort versucht wird, eben Geschäft um jeden Preis zu machen und darunter Sicherheitsvorkehrungen und entsprechende Vorsicht leiten, sodass es also auch zu Unfällen, zu Flugzeugabstürzen oder zu anderen Problemen im Bereich des Flugwesens kommen wird in diesem und den nächsten Jahren. Aber er hat speziell nochmal 2024 angesprochen. Er sagte, wenn es nicht notwendig ist, sollte man von längeren Flugreisen dieses Jahr absehen. Wenn es notwendig ist, kann man es machen. Man sollte achtsam sein, was die Situation an den Flughäfen, aber natürlich auch in Bezug auf die Fluglinien anbetrifft, also dann auch bei der Wahl der jeweiligen Fluglinie entsprechende Vorsicht walten lassen. Also billig muss nicht immer gut sein. Das ist meine Interpretation. Also dort einfach Wert auf die Qualität legen, weniger auf die Quantität. Und er sagte, wenn es sich die Möglichkeit ergibt, eine Reise eben dann mit einem anderen Verkehrsmittel zurückzulegen, sollte man auf dieses zurückgreifen. Das waren aktuell die Informationen, die der Regie Agastya für uns jetzt im Februar. Es wird natürlich ein weiteres Update im März geben, weitere Spezifizierung, weitere Details und auch weitere Hinweise. Die werden wir im März dann mitteilen, sobald sich der Regie halt wieder bei uns meldet. Natürlich könnte man jetzt sagen, was sind das alles für Katastrophenbotschaften, die hier auftreten. Aber schauen wir uns das einfach mal etwas genauer an zum Schluss. Es wird darüber gesprochen, dass es also große Veränderungen auf der Erde gibt. Es wird vor Naturkatastrophen gewarnt und vor anderen Problemen, die auftreten können. Aber aus meiner Sicht ist das doch alles nur ein Spiegel hier im Außen von dem, was im Inneren bei uns passiert. Wenn ich die große Verwirrung sehe, wenn ich die großen Unsicherheiten sehe, wenn ich die vielen Ängste sehe bei den Mitmenschen, ist es doch kein Wunder, dass sich das auch im Außen manifestiert. Die positive Botschaft, die ich aber sehe, ist, dass vieles jetzt in unseren Händen liegt, dass wir also in der Lage sind, tatsächlich diese Welt zu verändern und natürlich auch vieles zum Positiven zu wenden. Gerade der Hinweis, dass in Bezug auf die kriegerischen Auseinandersetzungen, die es momentan gibt, dass wir dort die Chance haben, in den nächsten 20, 30 Tagen etwas zum Positiven zu bewirken, das macht doch Hoffnung. Und wer jetzt sagt, naja, wir können doch sowieso nichts ändern, das entscheiden doch ganz andere, da wäre ich vorsichtig. Jeder von uns hat die Möglichkeit, dort etwas beizutragen. Und das meint nicht, dass man irgendwo eine Partei wählen muss oder noch eine neue Partei gründen muss. Es geht nicht um die neue Wagenknecht-Partei gegen die AfD oder es geht nicht um links gegen rechts. Es geht einfach darum, die 99% hier unten gegen das 1%
da oben. Ja, für dieses 1% sind wir nur Schachfiguren. Und das wurde ja auch hier in dieser Lesung wieder beschrieben, dass dann versucht wird, über die Köpfe der Bevölkerung etwas zu entscheiden. Und diese Zeit, und das ist die positive Botschaft, die läuft aber ab. Machen wir doch den Darstellern, dort den selbsternannten Eliten klar, dass sie unsere Angestellten sind, nicht unsere Fürsten. Und das kann jeder von uns auf seine ganz eigene Art machen. Und jeder von uns kann dafür sorgen, dass in seinem persönlichen Umfeld und zunächst erstmal in sich selber Frieden herrscht. Und wenn wir das alle machen, mehr oder weniger, langsamer oder schneller, dann haben wir irgendwann mal den Weltfrieden, den wir uns alle auch sehen. Es liegt an uns, diese Situation zu ändern. Und die Aussage dieser Information jetzt, die sehe ich so, es liegt nicht nur an uns, das zu machen, sondern die Zeit ist auf unserer Seite. Die Zeitqualität für diesen Paradigmenwechsel, die ist jetzt. Und jetzt geht es nicht mehr darum, weiter zu reden oder Ausflüchte zu suchen, warum manches noch nicht passiert ist oder sich nicht so realisiert hat, wie wir es vielleicht hoffen, sondern es geht darum zu handeln und in die eigene Kraft, in die eigene Handlungsfähigkeit zu kommen und natürlich erstmal im eigenen Haus, wie man so schön sagt, Ordnung zu schaffen, bevor wir dann auf den Nachbarn zeigen und sagen, der müsste mal bei sich selber ausmisten. Nein, es geht um uns und wenn wir das alle beherzigen, wenn wir das machen, dann können viele kleine Leute an vielen Stellen auf dieser Erde sehr viel Großes bewirken. In dem Sinne, Babu Manu, thank you very much for sharing all the information from the Rishi Agastya with us. Thank you very much for this reading and we will meet again next month and getting some more information. Thank you very much. Thank you so much. Auch ich möchte mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Abonniert jetzt unseren Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Gebt uns einen Daumen hoch und vielleicht habt ihr auch Lust, einen Kommentar zu hinterlassen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Alex von Bewusstsein TV.